Seite an Seite schreiten Oberbürgermeister Peter Feldmann und Unipräsident Werner Müller-Esterl in die Paulskirche und werden dort von einem wahren Blitzlichtgewitter empfangen. Das gemeinsame Foto der beiden ist schließlich das Bild des Abends. Steht der Frankfurter Neujahrsempfang 2014 doch ganz im Zeichen des 100-jährigen Gründungsjubiläums der Goethe-Universität. Doch nicht immer war das Verhältnis zwischen Stadt und Hochschule so innig wie heute. Noch vor ein paar Jahren lebten die Stadt und die Universität friedlich nebeneinander her und hatten sich manchmal zu wenig zu sagen. Die Stadt und ihre Universität hatten sich auseinandergelebt. Aber die Goethe-Universität ist als erste Stiftungsuniversität in Deutschland so sehr Kind ihrer Stadt wie keine andere Hochschule. Vom Gründungsakt kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges spannte Unipräsident Werner Müller-Esterl in seiner Festrede dann den Bogen bis hin zu den tiefgreifenden Hochschulreformen der vergangenen Jahre. Und auch er rückte dabei das Verhältnis der Stadt zur Universität in den Mittelpunkt. Wer Geburtstag hat, darf sich etwas wünschen. Mein Wunsch ist es, dass auch fortan zwischen Stadt und Universität kein Blatt mehr passt. Denn ohne die Stadt gäbe es uns gar nicht. Wir sind als Universität aus der Mitte dieser Gesellschaft hervorgegangen. Sie ist unsere Heimat, aus ihr beziehen wir Selbstbewusstsein und Kraft. Diese weltoffene Stadt und ihre liberale Bürgerschaft sind der Universität bis heute Maßstab für ihre eigene Entwicklung. Einen besseren Ort als den historischen Plenarsaal der Paulskirche hätte es für den Start ins Festjahr 2014 also kaum geben können. Doch auch angesichts des Jubiläums geht der Blick nach vorn. Unser Ziel für die kommenden 100 Jahre ist es, ein Harvard am Main zu werden, eine international sichtbare Forschungs- und Lehruniversität mit hoher Reputation. Ich weiß, das ist ein hehrer Anspruch, den man erst einmal erfüllen muss. Aber wo, bitte, meine Damen und Herren, soll es noch Visionen geben, wenn nicht an einer Universität? Von einer solch vielversprechenden Entwicklung könnte auch die Stadt Frankfurt nur profitieren. Weniger staatstragend, dann das anschließende Zusammensein in den weitläufigen Hallen des Römers. Neue Kontakte wurden geknüpft, alte Erinnerungen aufgefrischt. Schließlich hat jeder hier seinen ganz eigenen Blick auf die Frankfurter Goethe-Universität. Also erstmal ist die Goethe-Uni für mich ganz besonders wichtig, weil da habe ich studiert, da habe ich meinen Abschluss gemacht, da bin ich Mitglied des Vereins der Freunde und Förderer. Und da merkt man schon, mir ist das sehr wichtig, dass man wirklich Hochschulen hat, Universitäten, Fachhochschulen, die wirklich für den Standort da sind. Sie ist eine der führenden Universitäten, die wir in Deutschland vorweisen können, mit vielen Exzellenzclustern, was ja für die neuen Studenten ganz wichtig ist, die ja im Internet sofort recherchieren, an welche Universität gehe ich. Sie muss den Konkurrenzkampf bestehen zwischen anderen Universitäten und da steht sie ganz oben. Und wir haben natürlich auch, was die baulichen Maßnahmen anbelangt, auch das spielt ja eine Rolle bei jungen Menschen, die irgendwo studieren wollen. Ein wunderbares Gebäude, einen herrlichen Campus, etwas, wo wir viel Geld investiert haben. Und dazu kommt die Internationalität in dieser Stadt, die gelebt wird. Das ist für junge Leute auch etwas ganz Wichtiges. Wir sind froh und stolz, dass wir 45.000 Studenten an der Goethe-Universität haben. Und das Ziel ist natürlich, so viele wie möglich für Frankfurt zu begeistern. Weil wenn man die klügsten und die fleißigsten Leute hat, dann hat man auch Zukunft als Stadt. Und deshalb kümmern wir uns so intensiv um unsere Goethe-Uni. Dass steigende Studentenzahlen ebenso wie die Frage der Finanzierung für die Zukunft durchaus Probleme bereithalten, spielte an diesem Abend nur eine untergeordnete Rolle. Zu Recht wurde erst einmal das bisher Erreichte gefeiert.